ja, der erste Schnee ist bei uns schon gefallen, also Zeit, dass wir im ersten Schal gemeinsam häkeln. Ich habe das trendige Fischgratmuster dieser Saison kombiniert mit einer flauschigen Alpaka-Qualität und ich finde, das ist wieder ganz ein besonderes Stück für meine Garderobe geworden. Egal, ob kuschelig, warm, zu einer dicken Winterjacke oder natürlich auch als Stola zu einem eleganten Kleid, ist es wirklich ganz ein trendiges Thema. Wir häkeln heute nur in zwei verschiedenen Mustersätzen und wie gesagt, das schaut wieder viel, viel spektakulärer aus, als es ist. Ich habe 6 verschiedene Farben verwendet und es werden immer 2 gleiche Reihen mit derselben Farbe gehäkelt. Ja, jede Saison ergibt sich immer so eine Qualität des Jahres bei uns im Geschäft und die letzten Wochen hat sich da sicherlich die Alpaka Air von Lana Grossa herauskristallisiert. Warum? Ich finde sie einfach flauschig, tolle Materialzusammensetzung mit Alpaka, hat eine wahnsinns weite Lauflänge. Also wir haben wirklich von diesen 6 Farben jeweils nur ein Knäuel gebraucht. Und wie gesagt, es ist ein tolles Farbenbild und natürlich kuschelig weich zum Tragen. Was brauchen wir heute? Wie gesagt, von der Wolle 6 verschiedene Farben, je ein Knäuel. Häkelnadel Nummer 5, weil der Schal soll wirklich ganz weich und flauschig gehäkelt sein. Eine Schere, eine stumpfe Nadel und ein Maßband. Gut, dann richten wir uns her und starten wir gleich miteinander. Vorbereitet, aber ich erkläre euch den Start. Wie gesagt, gerade der Anschlag, ihr braucht 39 Luftmaschen und 3 Luftmaschen zusätzlich für den Reihenwechsel. Gerade die erste Reihe, da ist wirklich schön locker häkeln, weil dann ist es wirklich beim Einstechen immer einfacher. Also wie gesagt, die erste Reihe 39 Luftmaschen plus 3 und dann macht ihr 2 Reihen ganz normale Stäbchen. Wenn ihr am Ende der zweiten Reihe seid, dann schaut es so aus. Und jetzt kommen wir wirklich zu den Details. Wie gesagt, wir arbeiten eigentlich immer so einen Teil mit 2 Farben und dann kommt der Farbwechsel. Und damit wir natürlich nicht so oft vernähen müssen, arbeiten wir mit den 2 Knäuel gleichzeitig. Wenn ihr jetzt beim letzten Stäbchen der Reihe seid, wechseln wir zu der zweiten Farbe. Ihr lasst dann 2 Schlaufen oben und dann nehmt ihr schon die Kontrastfarbe mit. Die 3 Luftmaschen für den Reihenwechsel nehmen wir dann schon in der Kontrastfarbe. Am Anfang nehme ich dann auch wirklich immer den Faden mit und vernähe den gleich. Heute habe ich euch ja wirklich einmal die Häkelschrift dazu getan, damit ihr das dann wirklich erlernt. Das Muster habt ihr dann wirklich im Kopf und das geht auswendig, aber gerade am Anfang ist die Häkelschrift sicherlich eine Hilfe. Wir starten jetzt praktisch die 3 Luftmaschen haben wir mit 2 Stäbchen. Und da dürft ihr wirklich gleich den Anfangsfaden mitnehmen zum Vernähen. 2 Stäbchen. Und jetzt zeige ich euch dieses Muster und das wiederholt sie immer wieder. Wir machen eine Luftmaschen, dann Doppelstäbchen, heißt 2-mal den Umschlag holen und stechen dann tiefer. Und dann fahren wir mit den Faden durch die ersten 2 Schlingen. Jetzt machen wir das gleiche noch einmal. Wir machen jetzt sogenannte 3 gemeinsam abgesteppte Stäbchen. Durch die ersten 2, durch die zweiten 2 und dann beim dritten Mal durch alle 3 gemeinsam ein bisschen fester ziehen und dann geht's schon wieder weiter mit meine Stäbchen. Ich brauche jetzt beim ersten Muster 5 Stäbchen inzwischen.
Ich mache dann mit euch noch einmal das tiefer stechen und dann erkläre ich anhand der Häkelschrift den Musterrapport. Und das war das Grundmuster für heute. Ihr versetzt es dann einfach und anders wird es nicht mehr. Wieder eine Luftmasche und dann machen wir wieder die Doppelstäbchen tiefer in die Reihe. Doppelstäbchen, wieder zweimal durch, Doppelstäbchen, wieder durch die ersten zwei, durch die zweiten zwei, zum Schluss durch, noch die Doppelstäbchen, wieder die Luftmasche und dann wieder die fünf Stäbchen weiter. Und so schaut unser Muster aus, wie gesagt, immer tiefer stechen. Da seht ihr das genau. Anhand der Häkelschrift habt ihr das jetzt dabei. Also wir starten mit 39 Luftmaschen plus 3 Luftmaschen für den Reihenwechsel. Dann machen wir 39 Stäbchen, wieder die 3 Luftmaschen zum Wechseln, die 39 Stäbchen. Dann macht ihr den Farbwechsel. Wieder 3 Luftmaschen. Jetzt haben wir immer bei der ersten Reihe 2 Stäbchen. Und ihr seht es dann, ihr macht eine Luftmaschen und dann die 3 Doppelstäbchen, die, was ihr aber tiefer setzt, praktisch in die erste Reihe. Dann 5 Stäbchen, wieder Luftmaschen und Doppelstäbchen. Die nächste Reihe, und die ist immer wichtig, da müssen 39 Stäbchen in einer Reihe sein. Und da habe ich wirklich immer genau mitgezählt. Und liebe Leute, das ist Handarbeit. Bei mir sitzt da jetzt sicher auch nicht jedes Stäbchen über den anderen. Das ist auch wirklich kein Problem, wenn ihr da einmal, wo eins eine schummelt, ihr seht das dann bei mir, das fällt niemanden auf und wie gesagt, das ist wirklich Handarbeit. Die nächste Reihe geht wieder ganz gleich wie beim ersten Muster, nur dass ihr da 3 Luftmaschen und dann 6 Stäbchen habt und da inzwischen 7. Ihr braucht immer dazwischen eine ungerade Zahl, weil ihr diese Stäbchen, 3 Stäbchen einnehmen. Ich zeige euch das jetzt. Und diese 2 Reihen, dass ihr einfach im Wechsel machen. Als kleine Unterstützung, wenn ihr die 5 Stäbchen habt, schaut ihr immer, dass einfach links und rechts ein Stäbchen frei bleibt. Ihr hängt eure 3 da rein. Wenn ihr dann die 7 Stäbchen habt, die 7, dann bleiben links und rechts einfach 2 frei. Und ihr seht, wichtig ist, wenn ihr euch ein Häkelstück bei euch habt, dass einfach diese Stäbchen immer schön untereinander sein. Und bei der zweiten Reihe ist es einfach immer wichtig, dass ihr 39 Stäbchen habt. Und zum Schluss werden dann die Fransen. Da habe ich wirklich alle 6 Formen genommen mit 12 Fäden, die habe ich ca. 20 bis 22 cm lang geschnitten und die werden dann eingeknüpft. Da habe ich 3, 6, 10 Büschen oben und unten eingeknüpft. Bezüglich dem Rapport, ja, ich habe das einfach wirklich so in einer Streifenoptik gemacht. Wie gesagt, verschieden große Rechtecke. Ihr kennt das noch Lust und Laune machen. Ich schreibe euch aber natürlich auch im Zusatztext meine Reihenfolge dazu, wenn ihr das gleich machen wollt wie ihr, wie ich. Ja, heute zur Farbauswahl. Es gibt, wie ihr seht, einen ganzen Korb voller schönen Farben. Und mein Farbvorschlag war Nummer 1 bis 6. Ihr könnt euch einfach eure 6 Favoriten aussuchen. Macht euch dann einen schönen, farbenfröhlichen Schal. Ich freue mich auf eure Bilder. Und wie gesagt, stellt euch eine Kombination zusammen, die für euch einfach so viel Spaß und so viel gute Laune macht, wie für mich. Bezüglich Handmade bin ich auch ganz, ganz stolz oder sehr froh. Viele Leute sprechen mich immer über meine schicken Ohrringe an und endlich habe ich es auch wieder im Geschäft. Die sind wirklich Handmade im Blumgau mit feinsten Perlen, wunderschön gefädelt. Also ihr seht da die Auswahl. Wie gesagt, man muss nicht nur auf Weihnachten warten mit den schönen Sachen. Es gibt auch jetzt im Geschäft schon wunderschöne Sachen. Schaut euch um, kommt vorbei. Von der Nikolaus- oder Krampus-Unterwäsche bis schöne Nachtwäsche und Homeware haben wir alles schon da.
Was wir auch wieder neu haben, sind so tolle Ketten, die man nicht nur als Handykette, aber auch zum Beispiel für die Handtasche als Träger verwenden kann. Also ich glaube, ich habe immer wieder ein paar Besonderheiten für euch vorbereitet. Anruf genügt, kommt vorbei, schreibt es mir, ich schicke immer wieder gern und vielen Dank fürs Dabeisein. Schöne Häkelzeit!